Guten Morgen, meine Lieben. Oder besser gesagt, 13 Uhr. Also willkommen im neuen Jahr. Wir sind aber natürlich schon länger wach. Seit 10 Uhr, glaube ich, circa. Wir haben alle schon gefrühstückt und ja, muss noch die Milch wegräumen, Cornflakes. Der Papa hat jetzt gerade die Kinder sich geschnappt und möchte mit ihnen ein bisschen rausgehen. Bei uns ist alles so ein bisschen so, warte, ich drehe euch mal kurz um. Es schaut so eingezuckert aus. Da ist kein Schnee. Aber du gehst jetzt eh gleich raus, oder? Ja. Der Papa ist hier auch schon ready. Noch nicht ganz, aber fast. Du musst ja auch dich anziehen, Papa. Hallo. Hallo. Und Babybauch ist noch da, zeige ich euch schnell. Also. Wir sind im gleichen Format wie in 2020. Mein Pyjama passt halt nicht mehr. Also, Babybauch noch da. Wie viele Tage sind es heute? 7! Heute bin ich in der 40. Schwangerschaftswoche. Noch 7 Tage bis zum Geburtstermin. Oh mein Gott. Also mal schauen, entweder kommt diese Woche oder nächste. Alle haben Angst, aber ich habe keine Angst. Aber du musst nicht so einen großen Kopf. So. Durch was? Ja, durch dein. Aber. Nein, aber das ist Fahrrad. Geht doch. Ist das offen? Ist das offen? Ich glaube nicht, dass du das ermitteln musst. Aber es kann erst offen sein, wenn die Fußblasen platzen. Nein, Michelle. Michelle ist Assistentin. Michelle, kennt sie ja. Der Muttermund kann auch früher als ich höre. Zieh deine Schuhe an. Nein, du machst die Bitte. Papa, nimmst dein Handy mit, oder? Papa, nimm dein Handy lieber mit. Mama, nimm dein Handy mit. Mama, ist ein bisschen. Ich habe so ein Stechen da unten, aber das ist ja. Komm schon, Mama, wir gehen jetzt im Wald, nicht jetzt. So, Mama sagt das jeden Abend, wenn ich eine Wehe habe. Sagt er, nicht jetzt, ich bin so müde. Nach dem Mittagessen oder so. Genau. Nein, also, es war jetzt nur so ein Stechen meiner Symphyse, glaube ich. Ich gehe jetzt gleich das Video schneiden von Silvester. Und der Papa geht mit den Kindern raus. Der Patrick schläft noch. Also, Teenager Life. In der Fullest und ja. Heute ist ein ziemlich kalter Tag, also draußen ist ziemlich ziemlich kalt, ist alles eingefroren. Und ich freue mich wieder mit den kleinen Ratons und mit dem Mischka auch, mal draußen zu gehen und ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Denn die Kindheit ist eine der schönsten Zeit im Leben. Ist alles so schön angezuckert, gell? Endlich richtiger Winter. Alles eingefroren, alles weiß. Seid sehr müde. Mal ein bisschen fangen spielen? Ja. Verstecken spielen? Thank you.
gemacht. Was für Glücks. Schauen wir mal, ob das die Eier gemacht haben, ne? Ein Ei haben wir da? Ja. Gibt's den Papa? Der ist ganz warm. Wow. Die waren heute fleißig, oder? Mhm. Aber hier auf der Erde schützen, weil da können die besser essen. Schau mal, Lisa. Lara, magst du aus der Hand geben? Gib dir aus der Hand. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal gemacht. Mit den anderen Futter. Ja, ja. Ich glaube, sie mag dich. Sophie. Ich glaube auch. Ich wollte sie nicht streicheln. Ja, aber sie mag das nicht. Beim Essen. Schwierig. Kannst du noch mal hingehen mit der Hand? Die Enten werden noch essen. Ich habe angeschrieben. Okay, die Tiere zu beobachten beim Essen ist schön, oder? Mhm. Mir gefällt auch. Die Enten, was machen die da? Da. Die Enten sind immer in Dreiergang. Die gehen immer zu dritt. Warum denn? Ja, die sind so gute Freunde, die wollen sich nicht trennen. Mhm. Ja, die sind dort. Ja, die Michelle und die Lara sind jetzt im... Entschuldigung, ich habe mich vertan, ja. Also die Michelle und die Luisa sind jetzt im Haus, die sind eingefroren, die wollen nicht mehr draußen im Garten bleiben. Aber ich mit der Lara, wir sind noch im Garten, wir haben noch die Hühner ein bisschen gefüttert und Zeit mit den Tieren verbracht. Und ja, wahrscheinlich werden wir auch schon langsam ins Haus gehen, weil... Ja, es ist schon ein bisschen kalt und trüb. Und Hunger haben wir auch schon langsam. Der Dach ist voll mit Eiszapferl. Die brechen. Ja. Ding, 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 ding. Machst du Musik? Ding, ding. Eiszapferl-Musik? Und da ist auch noch eine vor. Ja. So viel eine vor. Na, das haben wir nicht. Wenn ich abblicke, dann wird dein Zunge hängen bleiben. Ja, wie der Zunge da drauf picken bleiben. Ja. Aber schau, halt das in der Hand. Oh. Ja, nur ein neues. Soll ich damit? Und schmilzt? Ja. Du musst deine Hände waschen. Wie ihr sehen könnt, ist der Papa wieder zu Hause und wir haben jetzt Platz getauscht. Das heißt, er wird jetzt hier weiterschneiden. Ich habe schon die Hälfte des Videos geschnitten. Und ich gehe jetzt in die Küche und koche. Ich muss nur den Akku wechseln. Du hast den Akku leer gefilmt, Papa. Schau. Ich weiß es, deswegen bin ich nicht ins Haus reingekommen, weil der Ableer war. Wir gar nicht wissen, wie viele Stunden Material da schon wieder drauf sind. Na gut, ich nehme euch gleich mit in die Küche. So, ich habe jetzt einen neuen Akku reingepackt und zeige euch mal, was ich hier Schönes koche. Also, wir haben hier mal eine Hühnerbrühe, die ich da vorbereite. Das Fleisch werde ich dann rausnehmen und anbraten. Und hier muss ich dann noch zwei Zwiebeln schnibbeln und Karotten. Genau. Ich bin immer so aus der Brust, ich glaube, ich werde mir jetzt gleich so einen Sessel nehmen und ich setze mich daher, weil ich bin ja in letzter Zeit immer so oft aus der Brust.
So, wie ihr seht, habe ich es mir jetzt hier am Tisch bequem gemacht mit meinen Schnibbelsachen, weil ich kann echt nicht mehr so lange stehen, da komme ich komplett aus der Puste. Wird echt schwierig mit dem Babybauch in letzter Zeit. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt gleich meine Karotten und meine Zwiebeln schälen und schnibbeln. Und währenddessen, während ich das mache, werde ich gleich mein Hörbuch weiterhören. Ich sag's euch, ich bin einfach total den Hörbüchern verfallen. Ich nutze dabei die BookBeat-App. Vielleicht habt ihr schon mal was von BookBeat gehört. Wenn nicht, kann ich es euch ein bisschen erklären. Das ist nämlich so ein Abo, das man abschließt. Und man hat dann so eine Flatrate, wo man einfach Hörbücher hören kann. Und das beliebig viele, wie man möchte. Da gibt es auch drei verschiedene Abos, die sich natürlich preislich ein bisschen unterscheiden. Und es kommt halt auch auf einen selbst drauf an, wie viel man Zeit hat, Hörbuch zu hören. Ich zum Beispiel nutze es jetzt aktuell gerne in solchen Situationen, wenn ich jetzt hier schnibble oder wenn ich einschlafen möchte. Also wenn ich einschlafen gehe, dann höre ich mir davor noch kurz ein Hörbuch an. Ihr könnt ein Lesezeichen verpassen. Manchmal, wenn ich einschlafe, dann muss ich dann manchmal nochmal ein bisschen zurückscrollen und nochmal schauen, wo bin ich stehen geblieben. Aber es ist richtig, richtig cool, weil so nutzt man einfach die Zeit effektiv, um sich ein bisschen, ja, entweder weiterzubilden oder ein spannendes Buch zu lesen. Ich bin so ein Typ, ich lese gern so Weiterbildungsbücher oder die einen ein bisschen mental stärken. Ich kann euch ja mal in meine App rein sneaken lassen. Ich werde euch das dann so einblenden. So schaut hier die App bei mir aus. Meine Bücher, die ich zurzeit lese, aktuell ganz, ganz spannend, ist Rich Dad, Poor Dad. Das habe ich vor kurzem begonnen und ich finde das richtig interessant einfach. Das ist so ein bisschen so eine Weiterbildung, kann man sagen, sozusagen, weil da bekommt man so ein Blick für, wie man richtig mit Finanzen umgeht und so weiter. Also ich will jetzt auch nicht zu stark reingehen. Ich mag solche Bücher total gerne. Also da seht ihr jetzt meine Bücher, die ich gespeichert habe, die ich schon angefangen habe zu lesen oder noch lesen möchte. Weil immer, wenn ich jetzt irgendwo ein Buch lese, das ich super spannend finde, dann speichere ich mir das gleich ab. Dann kann ich euch auch mal zeigen, wie das ausschaut. Da gibt es auch verschiedene Kategorien. Ich lege mal kurz meine Kopfhörer weg. Also es gibt da Wirtschaft, Beruf, Sachbücher, auch ganz spannend. Oder für Kinder. Also ihr könnt es auch zusammen mit euren Kindern hören, falls ihr das möchtet. Und es gibt auch verschiedene Sprachen, ne? Englisch, Schwedisch etc. Das sind einmal die Kategorien. Dann gibt es auch Inspirationen. Das sind halt so, was ist gerade im Trend, was ist gerade beliebt, was ist neu und so weiter. Also ihr könnt euch mal die App, wenn ihr möchtet, kostenfrei für einen Monat mit meinem Link ausprobieren. Ich werde euch unten in der Infobox den Link reinpacken. Wenn ihr den Link direkt anklickt, dann ist das schon direkt aktiviert. Dann müsst ihr euch noch einen Account machen. Dann könnt ihr einen Monat kostenfrei hören. Oder ihr gebt den Code manuell ein. Den schreibe ich euch natürlich auch unten in die Infobox nochmal rein, damit ihr den habt. Also wie auch immer, wie ihr das nutzen möchtet. Schaut auf jeden Fall unten in die Infobox. Dort habe ich alles reingeschrieben. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mein Hörbuch weiterhören, und zwar Rich Dad, Poor Dad, während ich mich hier um die Karotten kümmere. So, meine Lieben, ich bin fertig mit Schnibbeln und meine Karotten sind auch fertig geraspelt. Und schaut euch mal bitte diese geile Suppe an. Das Fleisch werde ich gleich rausholen und dann werde ich es marinieren und dann kommt es in den Ofen. Und mit der Brühe werde ich den Reis kochen, das zeige ich euch dann auch gleich. So, ich habe jetzt noch schnell für die Hühner, fürs Hühnerfleisch, mache ich jetzt hier schnell eine Marinade. Da ist Knoblauch drin, ein bisschen Gemüsebrühe und Paprikapulver, edelsüß, und Öl. Der Reis ist übrigens auch schon im Ofen, kann ich mal zeigen. Der ist da drinnen. Ich habe ihn der ist in der Pfanne und zugedeckt mit so einem Backpapier. Und er darf da jetzt schön vor sich hin köcheln. Oh mein Gott. Ja, also weiter geht's hier mit meinem Hühnerbad. Ja.
schaut jetzt unser fertiges Gericht aus? Die Kinder sind schon richtig verhungert. Und Lara, dann, wie schmeckt's? Gut? Die Lisa hat jetzt den Papa ein bisschen belagert. Die kann nämlich, sie möchte nämlich unbedingt so eine Keule essen, aber... Und mein Papa auch nicht. Ja, genau. Und wie schmeckt's? Mit Gabel. Mit Gabel. Wie schmeckt's, Lara? Ich hab noch nie probiert, aber das Fleisch ist schon lecker. Man muss wenigstens nicht selber halten, das Fleisch. Für Glücksbild, ja? So, wir werden auf jeden Fall jetzt mal lecker essen und dann schauen wir mal, was wir noch weitermachen. So, meine Lieben, fertig mit Essen. Wir, beziehungsweise aktuell bin nur ich hier auf der Couch. Die Couch ist leer, weil die Kinder spielen unten und ich bin hier auf der Couch und schaue diesen Film Happy New Year, wo ganz viele Schauspieler mitspielen, also bekannte Schauspieler. Und ja, die Großen sind alle, also die Großen, die Michelle und der Patrick und die Lara, die spielen unten Minecraft. Und die kleine Luisa ist hier bei Mami, sag mal. Luisa macht die Puzzles. Das geht doch nicht auf. Das geht doch nicht. Ist das ein falsches Stück? Nein. Mein Herzchen. Nicht drin. Ist nichts mehr drin? Nein, nicht. Ja. Da ist ja noch eine. Super. Ja, und der Papa, der ist kurz im Büro und der kommt dann auch gleich und dann werden wir hier ein bisschen, ja, unseren ersten genießen. Ja, mein Schatz. Super, ich weiß nicht, wo der andere ist. Haben wir verloren. Ja, meine Lieben, ich glaube, ich werde jetzt hier den Vlog beenden, weil es wird eh nichts mehr Spannendes passieren. Außer, dass wir hier ein bisschen auf der Couch chillen, Fernsehen und spielen. Vielleicht machen wir noch Puzzle, mein Puzzle weiter. Ja, auf jeden Fall mal schauen, ob das Baby drin bleiben will. Wenn nicht, ich werde euch natürlich immer am Laufenden halten und es mit dokumentieren, falls er dann kommen sollte. Werde ich natürlich dann zum Vloggen beginnen, also über Luisa auch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und jetzt bin ich auch so erleichtert, weil wir haben Weihnachten geschafft und Silvester. Das heißt, das Baby darf kommen. Also jetzt bin ich einfach super entspannt. Und vergesst nicht, falls ihr BookBeat ausprobieren wollt, unten in der Infobox ist der Link, wo ihr das einmal, also wo ihr es einen Monat lang gratis testen könnt. Oder halt mit dem Code Diamanta könnt ihr das gleich manuell eingeben. Und dann könnt ihr einen Monat kostenlos Hörbücher hören und schauen, ob BookBeat das für euch ist. Deswegen und hiermit verabschiede ich mich vom Vlog. Wir sehen uns dann morgen.